Hallo Leute, naja, vor einer gewissen Zeit hat ja versucht, unsere österreichische Bundesregierung eine Impflotterie zu machen und hat es nicht geschafft, weil sie keine Partner gefunden hat, die ihnen Preise zur Verfügung stellen. Jedenfalls, das ist schon zum Lachen genug, aber eine andere Sache war auch zum Lachen, nämlich eine Impflotterie einer Satirezeitung, nämlich die Tagespresse hat eine Impflotterie gemacht. Schauen wir uns das doch einmal an. Die Tagespresse kennen wir zum Beispiel für so legendäre Schlagzeilen wie steigende Schmierölpreise, Unbekannter befällt Tankstelle, dann ist es Tom Turbo oder naja, versehentlich von JPEG in GIF umgewandelt, Klimt NFT verliert 18,5 Millionen an Wert, solche Dinge halt. Und die hatten vor einer Zeit eine Impflotterie. Die große Tagespresse Impflotterie. Okay. Erster Preis, 5 Kilo Clever Erdäpfel. Nix für mich, weil ich arbeite bei der Spar. Ein Ziegel der Firma Wienerberger als zweiten Preis. Maggie Thatcher Tasse, so weitere Preise. Meet and Greet mit der Wachsfigur von David Alaba. Und als zehnten Preis, Erlebnisausflug in die Stadtgemeinde Retz für zwei. Hin- und Rückfahrt mit der Schnellbahn, Eintritt in den Retzer Erlebniskeller. Und dreimal dürft ihr raten, was ich gewonnen habe. Die Reise natürlich für zwei. Prädestiniert für eine Reise für zwei ist natürlich St. Pöltens führender asexueller Aromantiker. Habe ich halt einen Arbeitskollegen mitgenommen. Auf geht's nach Meidling. Unsere Reise nach Retz. Yeah, yeah. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 214, 217, naja, das ist das Gute am Railjet. Action-Video von der Lärmschutzwand, links, Lärmschutzwand links, Lärmschutzwand Wall rechts, immerhin. Umsteigen im Lieblingsbahnhof in Wien-Meidling, jawohl. Sind wir jetzt so weit nach vorne gegangen, jetzt müssen wir weit zurückgehen und umsteigen. So, unser Zug nach Retz ist schön leer. Das glaubt man. Also, viel von Wien sieht man nicht, wenn man unterirdisch fährt. So, Endstation Retz angekommen, fast schon. Das da rechts, das sieht man jetzt schlecht, aber durch die Großstadt Retz. So, Bahnhof Retz. Jetzt müssen wir nur mal Google Maps anmachen und schauen, wo wir hin müssen. Aha, ein abgekratztes Haus. Interessant. So, das war's in Retz. Jetzt gehen wir was essen. Tja, viel konnte ich leider im Keller nicht fotografieren, aber es ist eine riesige Kelleranlage, die größte Europas oder der Welt. Egal, jedenfalls haben sie sich die Retzer über Jahrhunderte in Sand hineingegraben, denn Retz ist auf Sand gebaut.
warum das so ist und warum das so besonders ist. Ich will ja nicht spoilern, okay. Also, auf nach Retz, in den Retz-Erlebniskeller. Bald ist Fede wieder Hauptsaison, dann gibt es 3 Führungen pro Tag mit je 3 Gruppen. Also, muss es ja schön sein, wenn es... Weil bei uns in St. Pölten, wenn eine Führung durch die Stadt gemacht wird, sind vielleicht 10 Leute da pro Woche. Und in Retz schaffen die das in einem Sechstel einer Führung. Na, egal. Jedenfalls war es schön in Retz. Wir haben nur kurz was essen und die Führung haben wir genossen und den Hauptplatz haben wir sich angeschaut und dann sind wir auch schon wieder nach Hause gefahren und haben den Abend begossen. Ich trinke ja nicht viel, aber manchmal schon. Jedenfalls danke der Tagespresse für diese Gelegenheit und euch wünsche ich noch eine schöne neue Woche und like und subscribe und bis bald.